Hallöchen, ihr Lieben. Ich muss hier doch noch was einstellen. Ich habe gerade schon gedacht, dass das hinhauen wird. Macht es aber doch nicht. Jetzt wartet ab hier. Das ist doch. Mache ich das jetzt? Wartet. Haha, jetzt habe ich's. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich hab's. Hallöchen, ihr Lieben. Ich drehe heute mein Aufgebraucht-Video. Ich sag's euch gleich. Dieses Video wird ultra lange gehen. Nehmt euch was zu trinken mit. Ich habe mir auch meinen kalten Tee mit hergenommen. Ich werde nicht auf Produkte in hinsichtlich auf Preis eingehen. Also ihr könnt wirklich googeln, das meine ich auch nie böse. Aber das dauert eh schon super, 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 super lange und ich weiß, dass manche sowas nervt, deshalb versuche ich es schnell abzuhandeln. Diese Aufgebrauchtüte ist voll, sowas von voll, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe ja dann angefangen, mit den Videos zu drehen in Corona-Zeiten. Da habe ich dann angefangen, wieder zu sammeln. Und dann bin ich ja schwanger geworden und dann konnte ich einige Sachen nicht zeigen, weil die hätten euch dann gesagt, dass ich schwanger bin. Und dann dachte ich, naja, da machst du einfach irgendwann. Naja, aus diesem Irgendwann ist dann jetzt halt einfach mal eine ultra lange Zeit geworden, wo ich hier keine Videos gedreht habe. Ich habe das Gefühl, ich bin schief. Aber am Ende ist es, glaube ich, auch vollkommen Latte. So, ich weiß auch nicht, warum ich das immer reinpacke. Wahrscheinlich, weil ich dann wiederum zu faul bin, das in Müll zu schmeißen. Evelyn Wattepitz. Vor allem, wir beginnen jetzt eigentlich ja mit dem Aktuellen und beenden dann mit dem. Naja, ist auch egal. So, dann wie ihr es immer kennt von uns, Leni hat Badezusätze, die benimmt sie auch immer und die liebt sie und ich liebe die auch und warum dann halt auch nicht das Kind? Ich finde schade, dass es nicht mehr so richtig viele Perlen gibt. Es ist alles eher so schaumbadmäßig geworden. Es sind nicht mehr diese extremen Perlen. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Perlen machen natürlich Kindern viel, viel, viel mehr Spaß. Dann hatte ich noch ein Schaumbad Prinzessin gehabt von Tete Sepp. Da nehme ich eigentlich alles und habe auch keinen. Richtiges Lieblingsprodukt. Also ich benutze da irgendwie alles und Leni hat da jetzt auch nichts. So, dann meine Kombilösung von DM. Ich benutze ja Kontaktlinsen, immer mal Brille. Also eigentlich habe ich gerade aktuell sehr viel meine Brille auf. Aber wenn ich meine Kontaktlinsen benutze, dann benutze ich immer die Kombilösung von DM oder von Rossmann. Diese Hyaluronlösung, die ist eigentlich super. Also gibt es jetzt nichts, wo ich sage, das ist scheiße. Dann, das kennt ihr von mir, das Deo Hydrofugal, die Duschfrische, frischer Duft, starker Schutz, ja. Also jetzt in der Schwangerschaft muss ich wirklich sagen, schwitze ich schon mehr. Ich rieche nicht, zum Glück. Ich habe dieses Glück, dass mein Schweiß, der dann entsteht, nicht riecht. Aber er ist halt, ich habe halt einfach sehr häufig nasse Achseln. Achseln nass, wollte ich gerade sagen. Achsel ist nass. Und da hilft dann auch das nicht mehr. Aber der Duft ist sehr angenehm. Irgendwie ist das einfach drin, dass man morgens immer ein Deo benutzt. Ich weiß nicht, ist bei euch wahrscheinlich auch so. Also ich benutze immer erst einen Stift, einen Roller, ein Gel, eine Creme, irgendetwas und dann kommt noch mal ein bisschen Duft drauf. Ist halt einfach so ein Ablauf, der ist, wie er ist. So, dann kommen wir zu einem Produkt, was ich sehr, sehr schön finde für die Haare. Und zwar ist das von Medavita, die Choice Mask in Silber. Das ist so eine kräutrige Maske, die Haare neutralisiert. Nicht extrem doll, aber sie pflegt die Haare ultra gut. Also ultra, ultra, ultra gut. Der Duft ist phänomenal. Ich liebe diesen Duft, weil der wirklich leicht kräutrig ist und gibt es bei Douglas im Übrigen. Und es ist halt nur so leicht lila. So ganz leicht lila. Also überhaupt nicht dolle. Du wirst danach nicht so blau, grau, silbern. Hier kommt sogar noch ein bisschen was raus. Ich glaube, jetzt bin ich scharf, ne? Ja, also so sieht es aus. Und dieser Duft ist wirklich ein absoluter Obertraum. Also mag ich sehr. Kaufst du bestimmt auch irgendwann wieder nach, aber aktuell mache ich jetzt mal wieder alles alle. Wie oft habe ich das schon gesagt? So, dann ein Deo-Roller von Rituals, den Ritual of Sakura. Ich mag eigentlich diesen Duft Reismilch und Cherry Blossom, aber ich kann den in der Schwangerschaft einfach nicht ertragen. Da ist einfach furchtbar. Und ich muss auch sagen, die Deo-Roller fand ich mal tatsächlich besser. Also die sind jetzt nicht mehr so, dass ich sage, die sind geil. Die habe ich ja wirklich mal jahrelang richtig gefeiert. Nee, tatsächlich nicht. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich schmeiße das alles in meinen Wäschekorb. Ich hoffe, euch stört dieses laute Knallen nicht.
Also, wie gesagt, dieser Deo-Roller ist nicht mehr das, was er mal war. Dann habe ich von Nusha, ich habe natürlich auch mal Nusha bestellt gehabt, das war aber noch in unserer alten Wohnung, also wo wir bei Oma und Opa gewohnt haben, da habe ich mir das bestellt. Es ist alles nicht schlecht, also das will ich überhaupt nicht abstreiten, es sind gute Produkte, aber dieser Hype, der darum gemacht wird, der ist es einfach nicht wert, also wirklich einfach nicht wert. Ich finde die Produkte sehr überteuert. Dafür, dass die so überteuert sind, finde ich die Verpackung mega billig. Finde dieses Ding hier oben eine absolute Katastrophe. Und dann ist da auch ganz viel immer schief aufgedruckt. Auf solche Sachen achte ich auch immer. Also, nee, das ist jetzt nicht, dafür gebe ich jetzt ungern mein Geld aus. Von daher, das ist von mir keine Empfehlung. So, was aber eine Empfehlung von mir ist, ach, das muss ich kurz sortieren. Das habe ich jetzt hier tausendmal. Und zwar, warte, ich muss euch das anders zeigen, sonst wird das nicht. Kaufe ich mir ja, das hatte ich schon mal gesagt gehabt, meine Kontaktlinsen von DM oder von Rossmann. Und eigentlich fand ich immer die von DM am besten. Das sind immer die Silikon-Hydragel-Monatslinsen. Die benutze ich wirklich absolut gern. Und dann habe ich mal die von DM gekauft. Die Best View Premium-Monatslinsen Silikon-Hydrogel. Dann dachte ich mir, ach, das sind bestimmt dieselben und naja, ist doch egal. Aber ich muss euch wirklich sagen, Rossmann hat definitiv bei Weitem besser abgeschnitten als DM. Ich habe jetzt wieder die DM-Dinger und ich finde die einfach gerade katastrophal. Darum trage ich wahrscheinlich auch wieder mehr in meine Brille. Die sind einfach gar nicht so angenehm wie die von Rossmann. Es würde mich natürlich echt interessieren, wo die herkommen. Okay, die werden in Taiwan hergestellt. Und vertrieben aber natürlich durch Rossmann, denkst du uns, aber die werden, wartet kurz, sollte man vielleicht auch vorher mal gucken, in Deutschland hergestellt. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall gefallen mir die von Rossmann eindeutig besser. Also, auf jeden Fall. Und da kostet eine Kontaktlinse 8 Euro und ich weiß nicht warum, ich komme gerade nicht zu Firma. Dann hat mich das mit Corona völligst abgenervt, dass ich da einen Termin ausmachen muss, um mir eine Kontaktlinse zu kaufen. Dann war es halt total einfach, irgendwie die woanders zu kaufen. Ich muss immer gucken, ob ich irgendwie Lippenstift anziehen habe, denn ich trage gerade ja seit langer Zeit mal wieder richtig Lippenstift, also nur in den Videos, weil mit Mundschutz und so, ihr wisst schon, ne, das ist irgendwie nicht so geil. So, jetzt kommen wir zu einer Sache, die möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe ja, leider wisst ihr das gar nicht so richtig, das ist ziemlich schade, aber ich habe mir ja in Corona, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, mir meine Haare blondiert. Selber. Also einmal mit Drogeriehaarfarbe, weil natürlich nichts anderes auf hatte. Mit Drogerieaufheller, ganz und gar. Und habe meine Haare zum Glück nicht zu Tode geschrottet. Es ging alles gut. Ich war halt einfach sehr blond. Und dann habe ich dann nochmal Blondierung drauf gemacht. Das hat mir dann eine Bekannte gemacht. Genau, weil die hat gesagt, nee, da muss noch mal ein bisschen Blondierung drauf, dann ist das Gelb wieder weg. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir sie abgetönt, abmattiert, bla bla bla. Es war schon ein Riesenaufwand, aber im Endeffekt war es jetzt bis zum Schluss eigentlich überhaupt nicht schlimm. Und jetzt habe ich mir wieder ein paar dunkle Strähnchen setzen lassen, einfach weil ich nicht in der Schwangerschaft beziehungsweise jetzt zum Ende hin aussehen möchte wie eine vollblondierte, hochschwangere, dicke Mutti. Das wollte ich einfach nicht. Und ich wollte auch nicht auf den Bildern, wenn wir unseren kleinen Sohn, wenn ich den auf der Brust habe und die ersten Bilder sind dann hier mit so einem monstermäßigen Ansatz, weil du einfach total schnell Ansatz hast, wenn du die ganzen Haare vollblondierst, wollte ich einfach nicht. Ich hatte da keine Lust drauf. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wer es hat, aber man hat ja einen eigenen Anspruch und das war nicht meiner und deshalb wollte ich es jetzt so natürlich wie möglich hin wie her. In der Zeit, wo ich mir meine Haare aber gefärbt habe oder blondiert habe, habe ich immer L'Oréal Paris Préférence genommen. Und da hatte ich, glaube ich, immer ein Eisblond. Also, ja, wie gesagt, alles auf eigene Gefahr und ihr macht, was ihr wollt, aber Friseur, das ist einfach ein Fakt. Ja, also die wissen, was sie machen, die wissen, wie sie es auftragen, die wissen, wo sie anfangen, wo ist die dunkelste Stelle am Hinterkopf und gucken auch, wie es vorne aussieht und gucken auch, wie weit sie in die Haare reingehen können. Das kannst du als Laie einfach nicht. Ich hatte zum Glück Dummglück, von daher, ja. Aber was ich euch sagen wollte, dieser Shine Protect Conditioner von dieser Verpackung, der ist mega. Wenn es den zu kaufen gäbe, ich würde den kaufen. Ich finde den super gut. Ich liebe auch davon diesen Duft. Dieser Duft ist einfach grandios, also mega, ich merke, auch hier ist noch ein bisschen was drin.
Ich glaube, ich werde mir das und das jetzt nochmal kurz aufheben und werde das mir in irgendeine Schüssel füllen. Und wenn ich mir am Wochenende meine Haare wasche, werde ich das nochmal benutzen. Wenn das jetzt Caro sieht, dann denkt die sich, oh, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ich bin doch immer so, ich mache doch mal alle Flaschen leer. Ich mache doch auch, wenn wir mit Caro ein Aufgebraucht-Video hatten, habe ich doch immer leere Flaschen genommen. Da ist doch noch was drin, da ist doch noch was drin. Ich bin halt echt ein kleiner Geizpickel. Naja, und dann habe ich mir meine Haare wieder getönt und jetzt kommen wir wieder zu alten Aufgebraucht-Videos zurück. Ich halte mich doch ganz schön auf, ich merke es gerade, es tut mir leid. Und zwar habe ich die Dialight-Tönungen benutzt, und zwar in der 901 Milchshake und in der 1013 Milchshake Platin Gold. Es sind tolle Tönungen, aber die halten einfach nicht. Dafür, dass die so teuer sind, die halten einfach nicht. Und das macht mich fix und alle. Wenn ich mir nach einmal Haare waschen, wenn die Tönung raus ist, das kotzt mich einfach an. Und von daher mag ich das alles nicht mehr und das will ich alles nicht mehr. Und wie gesagt, durch unseren Kleinprinzen werde ich dann auch wieder einfach Strähnchen setzen lassen und ewig lange brauchen, ehe ich wieder Strähnchen setzen lasse. Und naja, es wird jetzt einfach wieder so sein, dass ich dann natürlich ein bisschen dunkler bin die nächste Zeit. Und ja, dann ist es halt so. So, dann habe ich zweimal ein Trockenshampoo, und zwar von Batiste. Das kennt ihr alle. Da nehme ich immer irgendeins Roségold. Dann habe ich dieses Citrate Shampoo. Da ist keins besser oder schlechter. Eins duftet besser, eins nicht so gut. Dass es irgendwie Feuchtigkeit spendend ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja, das Trockenshampoo halt, ne? Ich finde, man sollte sowieso sehr vorsichtig mit Trockenshampoo umgehen, weil es schon ganz schön Haarbruch verursacht. Und auch für die Kopfhaut, glaube ich, einfach nicht so geil ist, wenn da immer dieser Puderfilm drüber liegt. Aber ja, auch ich benutze es natürlich, aber nicht mehr so häufig wie früher. Genau, dann habe ich wie immer diesen Sensitive-Schaum von Mikey, den packt er auch immer wieder rein für euch, weil das eine gute Empfehlung ist für wirklich ganz, ganz, ganz gestresste Kopfhäute. Und Schuppenflechte, Neurodermitis, whatever. Oder einfach so, wenn ihr so es gibt doch so aufgeregte Kratzmenschen. Ich zum Beispiel, wenn ich aufgeregt bin, kratze ich mir ganz oft an dieser Stelle oder hier vorne. Das ist einfach so. Da kann ich nichts machen, das mache ich unbewusst, das mache ich unabsichtlich, das nervt mich auch, weil es natürlich total schnüpplig aussieht, wenn du da sitzt und du kratzt dir deinen Schädel. Aber da ist dieses Skype-Spezialist von Goldwell wirklich ein Traum. Also das kann ich echt empfehlen für alle, die das gleiche Gefühl haben. Und er mich erschreckt sich jedes Mal, wenn ich was reinschmeiße. Es tut mir leid. Dann von Garnier wahre Schätze, diese Langhaarschatz, das kaufe ich für Leni, benutze es auch selber immer mal gern. Das sind einfach so Shampoos, da kannst du nicht verkehrt machen. Also in meinen Augen. Habe ich euch ja schon mal gesagt, ich habe da jahrelang drauf gehört. Oh, das Shampoo macht die Haare kaputt und das Shampoo macht die Haare kaputt. Ganz ehrlich, eigentlich, ich habe noch keins, was meine Haare mega gesund gemacht hat. Und ich hatte auch noch keins, Mike macht sich gerade unten im Bad fertig, weil ihr hört das gerade. Ich hatte auch noch keins, was meine Haare total geschrottet hat. Also irgendwie, ich glaube, dieses gute Gleichgewicht zwischen guten Produkten und preisgünstigeren Produkten, das ist irgendwie wichtig. Ich achte bei Kuren, achte ich eigentlich sehr drauf. Und gerade auch so mit dem ganzen Silberkram, dass das jetzt hier nicht unbedingt immer der Billigscheiß ist, der noch mehr austrocknet. Aber dann beim Shampoo bin ich echt manchmal sehr, sehr, sehr einfach. Ja, dann benutze ich ja, wenn ich mir die Augenbrauen färbe, die Balea Augen-Make-up-Entferner ab Dingsbums-Schminke, Zwei-Phasen-Produkt, was mich an dem Produkt nervt, wenn ich es benutze, wenn ich das schüttle und ich mache mir das auf mein Wattepad, dann ist diese Phase sofort schon wieder geteilt. Also irgendwie ist dieses Öl-Wasser-Verhältnis echt ziemlich minimal. Das ist ganz eigenartig. So, jetzt kommen wir aber zu einer wichtigen Sache. Und zwar habe ich tatsächlich in meinem Leben einmal richtig Olaplex ausprobiert. Und zwar war das nach meiner Ich-schrott-mir-meine-Haare-Aktion. Und dann hat mir wirklich Tina Freischmidt, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die ist bei Instagram, ist eine super liebe Friseurin, die wirklich auch gern Tipps gibt und jetzt nicht nur mir, sondern auch allen anderen und auch sagt, Mensch, holt das doch da und macht euch mal ein Stress und macht mal dies und das. Die hat gesagt, Tina, also Olaplex wäre jetzt schon nicht schlecht, weil du hast schon viel mit deinen Haaren veranstaltet. Das habe ich tatsächlich. Und da habe ich das Shampoo und den Conditioner, ich habe also die ganze Olaplex-Reihe mir gekauft und jetzt sind aber Shampoo und Conditioner alle und ich muss euch ehrlich sagen, das war ein echter Traum. Also Shampoo und Conditioner, das war wirklich, das war Life Goals. Also das war wirklich, das war schön. Das war wirklich, wirklich, wirklich schön. Und da muss ich auch sagen, wenn dann wirklich mal alle ist, ich möchte es endlich mal schaffen, nur zwei Produkte im Bad zu haben. Also zwei Haarprodukte im Sinne von ein Shampoo, eine Spülung, einmal für den Körper und einmal für die Muschel. Vier Sachen. Es wird doch wohl nicht so schwer sein. Irgendwie kriege ich das seit Jahren nicht auf die Kette. Auf jeden Fall
werde ich mir das definitiv nochmal nachkaufen. Wenn dann aber erst alles alle ist. Das war mein großer Aufhänger für mich selber. Also richtig gut. Jetzt muss ich kurz die Kamera ausmachen, weil 15 Minuten schon rum sind. Es tut mir leid. Und dann muss ich sie wieder anmachen, weil nach 15 Minuten geht die halt einfach aus. Und dann geht's weiter. So, dann habe ich nochmal Maxi-Wattepads. Ja, ich bin jetzt auch nicht die, die sagt, nur Maxi-Wattepads sind geil, aber ich kaufe halt das. Ey, das ist so staubig, ich muss so niesen. Huh, da ist wirklich viel Staub drin, das wird noch richtig geil hier unten, das sehe ich schon. Bah. Dann habe ich von Babor meine... Scheiße. Eieieiei. Mein Neurosensitive Cellular Intensiv Calming Cleanser. Das ist neben meinem Mühöl mein liebster Cleanser, den ich super gern benutze, denn ich habe doch hier immer so diese Rötung. Und jetzt gerade durch den Mundschutz noch viel, viel, viel mehr. Dann habe ich hier oben auch immer so rote Stellen. Und das bekommt dieser Cleanser weg. Hier steht auch da unangenehmer Juckreiz wird spürbar vermindert und Rötungen sowie Irritationen sichtbar reduziert. Das ist tatsächlich so. Also von Dr. Barber, diese Neurosensitive-Reihe ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Reihe. Natürlich etwas preisintensiv und das ist auch wirklich so eine... Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Nee, restlos leer. Schade. Das ist so eine richtige, richtige, richtige feste... intensive Milch und die lässt sich so schön auftragen und reinigt trotzdem sehr, sehr, sehr gut ab. Also die liebe ich über alles und jetzt gerade mache ich noch ein Gel alle, was aber eigentlich auch nicht so gut ist gerade, dass ich Gel benutze, aber naja, wie gesagt, ich mache halt alles alle, ja. So, hier von Dialight nochmal die Tönung, die habe ich mit reingeschmissen, hatte ich mich jetzt dann schon dazu geäußert. Dann habe ich hier nochmal von Balea die Augenabschminke. Und dann habe ich hier von Skinovage die Refreshing iPads. Die waren auch richtig toll. Die sind natürlich auch sehr, wirklich sehr teuer. Kann man nicht immer machen. Aber ich glaube, das habe ich vor irgendeiner Feier benutzt. Und das war richtig geil, sich danach zu schminken. Ich liebe das. Und du merkst halt wirklich, wenn du etwas mehr Geld investierst, das muss jetzt nicht Babor sein, es kann auch eine Marie Burland sein, was auch immer. Du merkst einfach den Unterschied, wenn die Pads ein bisschen mehr Geld gekostet haben. Vorher ein Kühlschrank, das wisst ihr jetzt wahrscheinlich einfach alle. Das ist richtig geil. So, dann hatte ich von Meridol die Zahnpasta, weil ich tatsächlich ein bisschen vorbeugen wollte wegen den ganzen Zahnfleischentzündungen, wenn man schwanger ist. Ich habe damit ein bisschen zu kämpfen. Aber die hat mir jetzt nicht irgendwie geholfen. Also das war jetzt keine Zahnpasta, wo ich sage, es war jetzt viel weniger oder so. Überhaupt gar nicht. Ja, dann habe ich von Doppelherz mein Mama Plus mit DHA Plus Folsäure benutzt. Das habe ich vor der Schwangerschaft benutzt, also einfach um dann loszulegen, um alles vorzubereiten und so. Ja, genau, das war, das habe ich letztens erst rausgekramt, weil ich mal gucken wollte, wie viel Folsäure da drin ist, weil ich nämlich dann beim letzten Mal Femme Beyond gekauft habe. Ich muss euch aber sagen, ich bin eigentlich nur ein Freund von, ich habe es irgendwo auch hier drin, das von TT Sept. Also dieses Femme Beyond, das kam jetzt 31,90 Euro, also 32 Euro. Da ist jetzt nicht mehr oder nicht weniger drin, was beim TT Sept drin ist. Also von daher, ja, ich benutze Schwangerschafts Nährstoffe, einfach schon allein, weil ich ein Schilddrüsenproblem habe und ich einfach sehr viel mit Durchfall zu kämpfen habe und hatte. Jetzt nicht, weil jetzt nehme ich die doppelte Portion an Eisen und bin somit genau in die andere Richtung gerutscht, aber dadurch, dass ich halt wusste, ich habe sehr viel Durchfall, wusste ich halt, dass viele Nährstoffe nicht drin bleiben und ich einfach auch nicht viel essen konnte, weil mir immer sehr viel schlecht war, bla bla bla. Und dann habe ich mich dazu entschieden, was ich bei Leni nicht gemacht habe. Aber man darf auch nicht vergessen, ich war bei Leni einfach auch 9 Jahre jünger und da war mein Organismus wirklich perfekt. Also jetzt hat man ja dann doch, wenn man etwas reifer wird, so ein paar mehr Wehwehchen. Das ist einfach so. So, dann unser Zahnspangenreiniger, den benutzen wir einfach immer noch nach wie vor. Der ist von DM, von Dontodent. Ich, also Leni und ich, wir haben ja beide eine Nachtzahnspange und das ist schon ziemlich unangenehm. Also ich finde, wenn man das nicht richtig reinigt, das ist sowas von hochgradig eklig. Deshalb kommt da jeden Tag so eine Tablette drin und dann fühlen wir uns jeden Abend wenigstens sauber und frisch. Und ihr könnt euch vorstellen, wie so eine Nachtzahnspange schmeckt. Also... Ja, dann von Wahreschätze noch die Spülung. Ich hatte mich schon gewundert, aber die ist wahrscheinlich dann runtergerutscht. Auch da, wie gesagt, ich kaufe das immer mal und
Schon alleine, weil Leni das natürlich benutzt. Hier haben wir nochmal Wattepads. Und von Yves Rocher habe ich auch wieder im Sommer das Monoid de Tahiti mir gekauft. Aber ich muss, ihr seht, hier ist noch ganz schön viel drin. Dann bin ich schwanger geworden und ich konnte es nicht mehr riechen. Das ist so sinnlos, das ist so hochgradig sinnlos. Aber es gibt keine richtige Erklärung dafür. Ich weiß nur, dass ich nicht die Einzige bin, die unter sowas oder die sowas hat und das Phänomen auftritt. Von daher, ja. Dann habe ich hier von Mixer die Hyaluron Fresh Body Lotion. Die fand ich katastrophal. Die war so leicht und feucht und flüssig und unangenehm, dass es keine Body Lotion war, wo ich dachte, die pflegt. Ja, die hat gekühlt. Das war jetzt im Sommer nicht schlecht. Aber die hat jetzt überhaupt nichts gemacht, was sie machen sollte. Und gerade diese Mixer ist ja immer dafür bekannt, dass sie so super dolle pflegt. Das macht die nicht. Also das macht die wirklich nicht. Hier habe ich von Scene diesen schwarzen Pfefferduft. Ihr wisst es ja, das ist diese Premium-Flüssigseife von DM. Nein, von Lidl. Ihr habt sie hier in Halle und Umgebung echt leer gekauft. Das war so geil. Jetzt hat sie letztens Hannah die Beauty empfohlen. Dann dachte ich so, oh Manu. Ich denke dann immer, warum kann nicht einer sagen, das hat Tina schon lange empfohlen. Die hat das schon viel eher entdeckt als du. Ja, auf jeden Fall war das jetzt wohl dann in ganz Deutschland ausverkauft. Na klar, wenn so eine Rieseninfluencerin was sagt, dann passiert das. Aber auch ich habe es geschafft, dass es bei uns ganz lange ausverkauft war. Und es hat mir jeder geschrieben, dass dieser Duft phänomenal ist. Und ich werde, also immer wenn ich ihn sehe, kaufe ich ihn auch. Ich liebe den einfach ganz doll. Ja. So, dann habe ich von Dr. Barbour Repair Cellular den Ultimate Repair Cleanser. Das war in der Phase, wo ich wirklich richtig mit meiner Haut zu tun hatte. Der ist nochmal ein Stückchen krasser. Steht hier irgendwas drauf? Nö, also einfach so regenerationsbedürftige Haut. Und da war der einfach richtig, 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 richtig gut. Das ist eine Kabinettware, also die könnt ihr so nicht kaufen, falls ihr euch jetzt wundert, warum sieht das bei Barbour so aus. Sieht es nicht aus, es war halt eine Salonware, die wir eigentlich bei uns in der Kabine haben. Und ich habe es dann mitgenommen. Genau. So, DentaGuard, hier ist noch ganz viel drin. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber diese Zahnpasta ist ja wohl echt, das ist ja wohl, also ich weiß nicht, dieser Geschmack und diese Konsistenz und überhaupt dieses dicke, gelartige Zeug im Mund, was sich nicht richtig auflöst, fand ich ganz widerlich. Benutze ich nicht, habe ich weggeschmissen, beziehungsweise jetzt habe ich es weggeschmissen. So, dann habe ich von Paul Mitchell auch einen richtig, richtig, richtig geilen Forever Blonde Conditioner. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Ich glaube, ihr seht das alles sehr schlecht, aber ja, genau. Also das ist auch so, war auch so leicht lila. Nee, eigentlich nicht. Also so, nur so ein Mini-Husch. Also ein ganz, naja, sieht weißlich aus. Hat nur so einen kleinen Touch. Oh, der Duft war so geil. Ja, also Paul Mitchell finde ich auch echt gut. Und zwar war das, eine Keratin-Hydrating-Maske. Intensive Feuchtigkeit. Ja, genau. Und hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt kommen wir zu einer Kerze. Das hatte ich mit Caro schon mal auf Instagram erwähnt. Sie hat mir die Ava & May Santorini Crease-Kerze geschenkt. Diese Kerze hat an sich einen sehr schönen Duft. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber diese Kerze hat nicht diese Kraft, wie alle erzählen, dass man einen riesen Raum damit voll duften kann. Das stimmt nicht. Bei Mike im Bad, er hat ein relativ kleines Bad, hat es funktioniert. Natürlich hat man diese Kerze gerochen, aber in unserem Wohnzimmer, geschweige denn hier oben, das war nichts, das war einfach gar nichts. Und wenn dir einfach suggeriert wird, dass du ein komplettes Einfamilienhaus damit einduften kannst, dann fühle ich mich halt einfach verarscht. Ich finde, die brennt schlecht ab, also das ist noch übrig, ist nicht mehr viel, aber das ist einfach noch übrig. Ich fand, die hat gerußt und ich fand das Duftverhalten nicht schön. Da habe ich ja mit Partylight einfach ein bisschen Erfahrung. Ja, und wenn ich das alles immer höre, das ist die einzige Kerze mit Sojawachs. Also geht mal bitte zu TK Maxx und guckt mal, wie viele Sojawachskerzen es da gibt. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ihr seid so krass. Also, ja, nee. Oh. Hier ist noch was drin. Okay, dann werde ich die nochmal aufheben. Es wären jetzt Zahnspangenreiniger-Tabs gewesen. Dann von Gatubi, dieses Gatubi Powerful Volume Styling Puder. Ich weiß nicht, warum ich es mir nochmal gekauft habe. Ich hatte es irgendwann schon mal weggeschmissen, jetzt schmeiße ich es wieder weg. Das ist einfach eine klebrige, unmögliche Geschichte. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mir das wahrscheinlich wieder bei irgendeinem YouTuber abgeguckt. Ansatz, Booster und Struktur. Aber vielleicht wäre das was für Mike. Ich glaube einfach, dass wenn die Haare zu lang sind, dass sich das da drinnen verfängt und das komisch ist. Ich glaube, das werde ich Mike mal geben.
heben es mal noch auf. Mal gucken, ob wir es im nächsten Aufgebraucht-Video finden. Hier nochmal Batiste Trockenshampoo. Dann habe ich Augen-Make-up-Entferner. Palmolive Sensitive Schaumbad. Gibt es auch nicht viel zu sagen. Schönster Duft ever mit dieser Kokosnuss-Duftnote. Einfach toll. So, dann habe ich eine Gesichtscreme gekauft für Leni. Das war wirklich für richtig trockene Haut. Sie hatte im Sommer wieder richtig zu kämpfen mit ganz kleinen, leichten Frieseln. Und ich möchte halt immer ein bisschen versuchen, dass sie nicht so viel vom Barbour benutzt, um die Haut nicht so krass zu verwöhnen, weil Leni hat noch einfach viele Jahre vor sich, wo sie sich selber durchtesten soll und ich sie halt einfach nicht schon ans Beste vom Besten gewöhnen möchte, denn die Haut, ne, ihr wisst schon, die merkt sich alles. Und da hatte ich die gekauft und die war auch wirklich sehr gut, spendet Feuchtigkeit und beruhigt. Und es war für reichhaltige, also eine reichhaltige Creme für sehr, sehr, sehr trockene Haut. Sieht so aus, die hat wirklich die hat das gemacht, was sie machen sollte. Hier haben wir die Farbe, die ich benutzt habe. Und zwar hieß sie Ultrahelles, Kühles, Kristallblond. Iceland 1111. Ja, es ist natürlich nicht so geworden wie der, auf der Verpackung, aber es ist schon extrem hell geworden. Das muss man wirklich sagen. Und meine Haare waren danach nicht tot. Also das waren sie wirklich nicht. Das waren sie wirklich, wirklich, wirklich nicht. So, hier waren meine alten Kontaktlinsen. Ich habe immer die Dailies benutzt. Die habe ich gern benutzt, Tageslinsen. Aber das ist eine Sache, die würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich möchte keine Tageslinsen mehr benutzen. Ich finde diesen Müll einfach echt katastrophal. Ich will keine Tageslinsen mehr benutzen. Ich komme mit den Monatslinsen gut klar und auch mit dem Staub. Das funktioniert. So, ich muss die Kamera nochmal ausmachen. Es sind wieder fast 15 Minuten rum. Es tut mir echt leid. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde gequatscht und ich glaube, das wird nochmal auf eine Viertelstunde hinauslaufen. Also, und weiter geht's im Takt. Meine Güte. So, dann haben wir hier Barbour-Cremes. Und zwar meine Dr. Barbour Lifting Cellular Collagen Booster Creme. Ich habe es euch schon tausendmal gesagt, vor allem auf Instagram. Ich liebe diese Creme, die ist sehr, sehr, sehr teuer, das weiß ich. Diese Creme kostet 99 Euro. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, sie hält trotzdem etwas länger als die üblichen Cremes von Barbour, einfach weil sie viel, viel, viel reichhaltiger ist. Wenn ich die drauf mache, fühle ich mich einfach immer gut. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich habe das. Ich fühle einfach den Unterschied, wenn ich dann halt mal eine Barbour Normalcreme benutze von Skinovage. Das ist jetzt die Argan-Creme, die habe ich dann aufgebraucht. Aber dieser große Unterschied ist wirklich einfach da. Also wer mal die Möglichkeit hat, die ist einfach toll. Die ist einfach wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja, auch alle gemacht. Dann habe ich hier nochmal Wattepads, ist jetzt nicht so interessant. Dann habe ich hier eine Pflegedusche von Isana, die war richtig gut. Soft Vanille, die hat so toll gerochen. Also das ganze Bad hat davon dadurch gerochen. Das war richtig, 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 richtig schön. Richtig schön. Ich muss kurz gucken. Okay. Und dann habe ich hier zu diesem Calming Cleanser auch die Creme von Dr. Barbour, diese Neuro Sensitive Cellular Reihe. Die Creme ist wirklich auch gut, aber die ist sehr reichhaltig. Also kommt auch wieder aus dem Pumper. Sehr reichhaltig, sehr dick. Wer das nicht mag, für den ist es gar nichts. Aber wer eine ganz raue Haut hat, eine ganz schuppige Haut hat, der sollte sich mal diese Creme holen. Also wie gesagt, Neurosensitive Cellular Intensive Calming Cream Rich. Die ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ihr könnt auch gerne in meinem Online-Shop euch mal durchgucken. Ich habe auch hingeschrieben, für was diese Cremes gedacht sind. Ihr könnt auch mal warten, weil ich am Wochenende noch ein bisschen was hochlade, was im Sale ist, wenn ihr Lust habt, einfach mal reinzuschnuppern. Es wird dann auch alles von mir verpackt. Das ist, wollte ich mal dazu sagen. Viele denken immer, ich habe da irgendwen. Nein, nein, nein. Ich habe jedes Päckchen selber zusammengefalten, jeden Zettel ausgedruckt, jedes Produkt aus meinem Regal rausgenommen, eingepackt und draufgeschrieben und zugeklebt. Und meistens bringt es meine Mami weg. Das muss ich dazu sagen. Das macht meine Mami immer. Genau. Also, ja. Die kann ich echt empfehlen für eine ganz, 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 ganz trockene, empfindliche Haut oder hier diese ganzen Mundschutzgeschichten. Da ist die perfekt. Aber man muss halt immer dranbleiben, ja? Und wichtig ist, dass man zu diesen Produkten halt nicht irgendeinen Rotz benutzt. Also wenn du dann was Schlechtes mischst, dann kann das nicht die Wirkung entfalten oder dann kann die Wirkung sich nicht so entfalten, wie sie sollte. Nur mal so als Tipp von mir. So, und damit ihr auch wirklich seht, dass ich das immer benutze, hier ist nochmal der Intensiv Calming Cleanser, weil ich den einfach über alles liebe. Ich mag auch das Hüöl, aber ich merke halt einfach, wenn die Haut mehr braucht, jetzt gerade braucht es bei mir wieder wirklich viel mehr, wird halt wieder trocken hier oben an den Stellen, dann muss ich diesen Cleanser benutzen. Und dann wird das wieder wunderbar. Also dann wird das einfach, dann geht das alles wieder weg.
So, dann habe ich hier nochmal Augen abschminken. Das ist jetzt nichts, was ich hier euch, was ich jetzt erklären muss. So, dann haben wir von Edelweit den Mund, die Mundspülung in Grapefruit-Geschmack. Ihr wisst, ich mag diese Firma, ich liebe die sehr. Aber ich werde keine Mundspülung mehr vertreiben. Ich werde nur noch die Zahnpasten vertreiben. Ich werde auch keine Zahnbürsten mehr für Kinder vertreiben oder Kinderzahnpasten oder irgendwelche Zahnseiden. Das ist alles, das will ich nicht mehr. Das werde ich jetzt alles am Wochenende in den Sale reinhauen in meinem Online-Shop. Wenn die Produktpalette so groß wird, ich bin ja kein Einkaufsladen, wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja keine Drogerie. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich gucke jetzt, was ich im Salon rausnehme, was ich nicht mehr verkaufen möchte. Und das sind solche Sachen wie sowas. Ich will es einfach nicht mehr. Ja, genau. So, dann haben wir hier noch zu dem Deo von Rituals haben wir noch dieses Spray. Aber auch leider das, ich kann es nicht mehr riechen. Ich muss nochmal gucken, ob... Nee, es ist irgendwie, kann ich es nicht mehr riechen. Ja, aber auch da, das mag ich wiederum sehr. Also das Deo Spray liebe ich von Rituals wirklich. Das finde ich gut, finde ich sehr gut. So, dann kommen wir nochmal zu Zahnpasten. Und zwar kommen wir da zu der Edelweit Seldevie. Ihr wisst, ich liebe die Zahnpasta sehr. Ich mag die mit diesem orangen Geschmack. Ich mag, dass diese Salze im Mund, wie du das spürst. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn ich die Zahnpasten benutze, habe ich am wenigsten Probleme. Ich versuche trotzdem, mich durchzutesten. Ich habe auch jetzt wieder welche gekauft, damit ich für euch auch ein bisschen wieder was testen kann. Aber das ist alles nicht meins. Und welche ich immer mal benutze, ist diese Iona. Die kennt ihr auch schon jahrelang von mir. Dieses Zahnpasta-Konzentrat, das mag ich einfach sehr. Das ist irgendwie drin bei mir. Ja, dann ein Kneipp-Cremebad, Wohlfühlzeit. Ich glaube, das war da tatsächlich noch vor Weihnachten gewesen. Und wenn man überlegt, wann war ich denn das erste Mal? Zu meinem Geburtstag. Also im März, ja, also von daher... seit März habe ich halt nichts mehr euch zeigen können, so richtig. Ich habe ja auch die ganzen Tests drin. Ah, das lass mal weg, das ist Blödsinn. Auf jeden Fall Schaumbad von Kneipp. Ich mag die Duftrichtungen immer sehr. Also die schaffen es auch immer, dass es richtig lecker riecht. Einfach richtig, richtig, richtig lecker riecht. So, dann haben wir hier nochmal eine Kontaktlinse. Dazu haben wir dann eigentlich auch eine zweite, aber die habe ich dann wahrscheinlich immer in den Müll geschmissen. Das war dann auch die von DM nochmal. Aber wie gesagt, hatte ich ja am Anfang mich sehr groß drüber ausgelassen, dass die von Rossmann eindeutig besser sind. So, dann habe ich hier nochmal die Dialight-Cremes bzw. Tönungen. Die Farben sind gut. Was sie machen, ist perfekt, es funktioniert. Also wirklich, diese Farbbezeichnungen sind dann auch wirklich da, aber die halten halt einfach nicht lange. Und das finde ich halt super, super, super schade, weil die halt doch sehr preisintensiv sind. Genau. Dann habe ich von Barbour diesen Spa-Schaum, den ich euch schon mal gezeigt habe, dieses Zwei-Phasen-Produkt. Das ist wirklich super reichhaltig, super toll. Der Duft ist mega dolle. Ich liebe diese Körperpflege über alles. Das ist diese Relaxin-Reihe. Die hat so einen leichten Lavendelduft. Steht das hier drauf? Vielleicht, die beschreiben das ja immer viel schöner. Nee, aber ich kann euch ja sagen, nach dem Schütteln lässt sich ein zarter Schaum entnehmen, der die pflegende Eigenschaft eines Körpersöls hat. Und es zieht halt viel besser ein, aber du hast trotzdem diese Pflegewirkung wie von einem Öl. Das stimmt, das haben sie hinbekommen. Also auch das sind so schöne Geschenke. Wisst ihr, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr schenken sollt? Das ist natürlich, kostet diese Flasche 40 Euro. Die habt ihr aber ewig, diese Produkte. Ich sag's euch, ihr habt es einfach ewig. Und das ist Luxus für den Körper. Und das spürst du auch bei jeder Anwendung. Das ist nicht wie eine Nivea-Creme, die du draufknallst. Es ist wirklich, das gibt dir so ein gewisses Gefühl. Und das zu verschenken ist doch eigentlich auch schön. Hier haben wir nochmal von Préférence dieser Shining Protector Conditioner. Ich werde den auch nochmal auskratzen, dass es sich dann richtig lohnt fürs Wochenende. Oh mein Gott, ich bin so unmöglich. Ich weiß. So, dann haben wir hier nur noch den Deckel von der Ava & May Kerze. Und dann haben wir hier meinen geliebten Liquid Ink Eyeliner von Essence. Ich kann euch den so ans Herz legen, wenn ihr einen Eyeliner wollt, der nicht abstempelt, der schön aussieht, der sich gut auftragen lässt, dann kauft euch den Eyeliner von Essence. Der ist einfach göttlich.
Und dann hatte ich einen Intense Waterproof Eyeliner von Trend It Up in so einem leichten Aubergine-Ton. Die sind auch nicht schlecht, aber leider ist mir hier aufgefallen, dass die relativ schnell eintrocknen. Also diese Pinselspitze trocknet leider Gottes sehr schnell ein. Aber die Farbe an sich war sehr hübsch. Vielleicht kann ich euch die Farbe auch sagen. Die 040. Ja, 040 von Trend It Up. Sieht so aus. Genau. Aber halt trocknet sehr schnell aus. Genau. Dann von Dior den Sugar Scrub. Den habe ich mir auch wieder nachgekauft. Den mag ich ganz doll. Das ist, also der ist auch restlos leer. Hier ist auch wieder ein Haar dran. Das ist ein pflegender Peeling-Stift. Das ist einfach wirklich ein Stift. Da sind ganz viele Peeling-Partikel drin. Und da geht ihr über eure Lippen drüber. Ich liebe den über alles. Ich kaufe den mir auch immer wieder nach. Ja. Der ist es und ist alle. Und dann haben wir noch ein Produkt und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und zwar ein Bed and Body Mist von Rituals. Indische Rose, Himalaya, la 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 la. Das war meine LE gewesen. Die hatte ich in irgendeiner My Little Box. Ja, ich mag das. Ich habe auch jetzt wieder dieses neue Grüne in meiner Handtasche. Ich benutze das immer mal auch auf Arbeit zwischendurch, um mich einfach einzudieseln, weil ich dieses Gefühl mag, dieses frische. Liebe ich einfach ganz, ganz, ganz doll. Also sowas habe ich einfach auch immer da. So ein Body Mist kann nie schaden, auch wenn ich die Betten manchmal mache und ich habe Lust, dann sprühe ich die Betten einfach ein und ich liebe es, wenn das dann total frisch und toll riecht. Muss man nicht verstehen, ich weiß, aber ich stehe drauf. So, ihr Lieben, dann haben wir es geschafft. Alter Verwalter, ich habe es geschafft, diese Tüte seit Monaten endlich mal leer zu bekommen. Es ist echt eine ganze Kiste geworden. Man glaubt es nicht. Es ist eine ganze Kiste voller Zeug. Ich habe bestimmt mal Duschbäder einfach weggeschmissen, weil die immer auch so viel Platz wegnehmen. Und dadurch, dass ich so viel im Bad benutze, und das macht mich ja so verrückt, habe ich total wenig Dinge, die richtig leer gehen, weil ich halt immer irgendwie noch etwas ausprobiere und da nochmal und dann nehme ich ein bisschen von hier. Ihr seht es ja, jetzt fange ich schon wieder an, hier diese zwei, drei Sachen auszudrücken, dass ich am Wochenende eine schöne Maske mir zusammenrühren kann. Ja, und so kriege ich halt meinen anderen Kram nicht alle. Also ich brauche mich eigentlich nicht wundern, dass hier so wenig. Ach so, was hier auch nicht drin ist, sind meine Rasierer. Die Aufsätze, aber ihr wisst ja. Das habe ich euch im letzten DM-Haul gezeigt, welchen Rasierer ich liebe und immer benutze. Ja, manche Sachen sind ja einfach nicht drin oder Zahnbürstenaufsätze. Das sind halt so Sachen, die sind halt einfach nicht hier drin. Naja, so, jetzt will ich versuchen, das wieder jeden Monat zu machen, egal wie klein diese Tüte ist, um dass wir einfach auch mal monatsaktuell sind, dass für euch das Nachkaufen mehr Spaß macht. Gut, ihr Lieben, es war wieder schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.